Liebe Zuschauer, in diesem Video besuchen wir ein weiteres Lost Place Hotel auf der wunderschönen kanarischen Insel Fuerteventura. Wir haben dieses Hotel per Zufall gefunden, als wir die FV104 Richtung Coralejo fuhren. Es liegt direkt im Parc de Hollandaise etwas abseits der Küste. Bisher ist uns leider nichts über die Gründe bekannt, warum dieses Hotel seinerzeit geschlossen wurde. Die Anlage ist sehr groß und besteht aus mehreren Etagen mit Hotelzimmern und Apartments. Es gibt zwei Swimmingpools, ein Empfangsgebäude und sogar zwei Tennisplätze. Leider war das Gelände komplett abgesperrt, sodass wir nicht ins Innere der Hotelanlage gelangen konnten. Direkt daneben hat ein neues Luxushotel eröffnet, welches weiterhin in Betrieb ist. Was uns auch merkwürdig erschien, war, dass über der Halle, in der sich die Rezeption befindet, ein Zimmer mit zwei Sonnenschirmen am Balkon sichtbar ist. Es sieht so aus, als würde dort noch jemand auf das Hotel aufpassen, so eine Art Hausmeister. Es könnte sich natürlich auch um Obdachlose handeln, die sich dort eingenistet haben. Aber genauere Informationen konnten wir dazu nicht finden. Was ist hier passiert? Ist dieses Hotel aufgrund der etwas abgelegenen Lage vielleicht pleite gegangen? Wer ist der heutige Besitzer? Wird es irgendwann wieder eröffnet? Und warum wird so ein schönes Urlaubsdomizil nicht mehr genutzt? Gibt es Zuschauer, die hier schon mal ihren Urlaub verbracht haben und nähere Informationen zu diesem Hotel geben können? Wir freuen uns auf eure Kommentare. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und sehen uns im nächsten Video.